Grüß euch, das ist der Stefan, ich bin der Klaus und wir machen heute wieder Streckengeflüster. Eigentlich sind wir jetzt schon nach dem Thema die Streckengeflüster, weil wir haben heute wieder Sightseeing gehabt. Und zwar wird euch der Stefan ganz kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Akku, erzählen, wo wir heute lang gelaufen sind und dann schaut euch die Pudel an. Wir sind heute vom Kloster Fürstenfeld Richtung Schöngeißing gelaufen. Die ganz langen sind dann noch weiter gelaufen nach Grafrath und sind dann wieder zurück zum Jeckshof. Und vom Jeckshof dann zum Hofladen hier oben auf, wo ist das? Ach, ich weiß nicht, komm, ich war nicht mehr dran erinnern. Genau. Und von da sind wir dann weitergelaufen zum Emmeringer Hölzel und über das Emmeringer Hölzel hier wieder zurück zum Parkplatz in Fürstenfeldbruck. Riesengau, jetzt sind wir so richtig fertig und haben unsere Brotzeit verdient. Wir sind fix und fertig, wir sitzen also da beim Stefan im Auto. Eigentlich liegen wir jetzt beim Stefan im Auto, also viel Spaß! Ja. Gut, wir haben heute eine wunderschöne Strecke. Der Stefan wird sie ganz gleich ganz kurz zum Westenring bzw. ganz kurz erklären. Vielen Dank auch an den Stefan, der die Strecke wieder wie immer wunderbar aufbereitet hat und auch erzählt hat. Ich möchte kurz zur Organisation, was das Läuferische anbelangt, ein paar Worte sagen. Wir haben heute verschiedene Gruppen plus ein Add-on. Ich fange mal heute ausnahmsweise von vorne an. Wir haben eine Gruppe, die läuft so um die 5 Minuten herum. Die wird heute der Stefan M. führen, der Mann mit der wunderschönen maskulinen Mütze. Dann haben wir eine Gruppe, die wird in etwa so mit 5.30 bis 5.40 starten. Die wird geführt von der Uli. Genau, den Peter. Und ich bin mit dem Radl mit dabei bei der Gruppe. Das wird erfahrungsgemäß die sein, die sich ein bisschen vielleicht dann teilt. Und dann wird eine Gruppe so um die 5.30, die andere vielleicht 5.45 laufen. Je nachdem wird 24 Kilometer werden die beiden Gruppen unterwegs sein. Dann haben wir eine Gruppe, die... Von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott an euch alle, an den wunderschönen sonnigen Tag. Ihr habt heute sehr, sehr großes Glück, weil es nachts noch gefroren hat und damit die Strecke eigentlich recht gut laufbar ist. Wenn nämlich jetzt die Sonne reinscheint, wird es im Frühjahr recht matschig werden auf der Strecke. Aber ich denke, dass das heute alles noch wunderbar funktioniert. Klaus hat mich gebeten, mal wieder eine neue Strecke auszukundschaften. Ich habe heuer für den Winter leider... bisher ergangen. Also es war super gut. Ich habe heute ein bisschen Rückenprobleme, deswegen habe ich mein Radl dabei und schiebe das ganz fleißig. Dem Radl geht es hervorragend, meinem Rücken geht es auch schon langsam ein bisschen besser. Aber jetzt bin ich hier warm am Rücken und jetzt kann ich mich ab und zu mal wieder ein bisschen draufsetzen.
war es denn so? Es war sehr gut, total dreckig, das Rad total schmutzig. Und ich gehe jetzt unbedingt an die Amper und mache das Rad sauber und auch deine Schuhe. Was gibt Schöneres, als am Ende vom Streckengeflüster noch einen kleinen Glückwunsch auszusprechen? Kleiner Glückwunsch? Nee, eigentlich einen großen Glückwunsch. Und jetzt lasst euch mal überraschen, was da passiert ist in den letzten Tagen bzw. Wochen. Wir haben es alle nicht gewusst und jetzt werden wir euch mal langsam hinführen dazu. Vielleicht erfahrt ihr ja oder erkennt ihr ja schon etwas früher die Lösung. Also wenn sich Menschen einfach gern haben und sich unheimlich sympathisch finden, meistens sind es Männer und Frauen. Es können aber auch ab und an mal Männer sein. Müssen nicht zwei sein, können auch mehrere sein, auch große und kleine können es sein, ja, dann geben sie sich das Ja-Wort. Wer könnte es jetzt sein? Ja, die beiden sind es beispielsweise nicht. Die nächsten beiden sind es auch nicht, aber zwei waren jetzt schon dabei, nämlich Anne und Carsten. Und die beiden haben sich das Ja-Wort gegeben und dazu will ich ganz herzlich und auch im Namen von uns alle gratulieren. Macht es gut, wir wünschen euch das Allerbeste.